Linda Bethke. Hallo aus Berlin, schön, dass Sie dabei sind. Es wird heute mal wieder eine Sendung für die Sinne, unter anderem mit diesen Themen. Das Jahr geht langsam zu Ende und viele haben schon gute Vorsätze für 2016. Laut einer aktuellen Umfrage will mehr als die Hälfte der Deutschen im kommenden Jahr auf jeden Fall abspecken. Daher steht Sport bei vielen auch wieder ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Das ist immerhin gut für die Gesundheit und auch Glück wünschen sich viele fürs neue Jahr. Aber was ist Glück eigentlich genau? Die Autorin Maike van den Boom hat Antworten in den glücklichsten Ländern der Welt gefunden. Nicht egoistisch sein, sondern teilen, das macht auch verdammt glücklich. Den Beweis dafür gibt es jetzt in unserem Euromax Express. Im kommenden Jahr haben wir also einen Tag mehr, um auch den schönen Dingen im Leben nachzugehen. Und das wird bei Linette Yademboakse mit Sicherheit das Malen sein. Sich mit Pinsel und Farbe auszudrücken, das ist ihre große Leidenschaft. Ihre Bilder zeigen oft Menschen, fiktive Personen, die sogar Kunstkritiker begeistern. Und so wird die Britin fast schon als der Star der Szene gefeiert. Das ist kein Porträt, sondern die Idee vom Menschsein. Superhumans. Und jetzt gibt es eine neue Folge unserer Euromax-Wochenserie Winterfreuden. Und zu den Freuden im Winter zählt für viele auch ein Winterurlaub. Genau deshalb machen wir jetzt eine Reise mit Ihnen. Und zwar in den schwedischen Teil von Lappland. Und dort geben wir richtig Gas. Aber vergessen Sie PS, wir brettern quasi mit HS durch Schnee und Eis. Denn statt Pferdestärken setzen dort einige auf Hundestärken. Also ziehen Sie sich warm an. Wir zeigen Ihnen jetzt, warum immer mehr Menschen für Hundeschlitten begeistert sind. Jetzt geht's los. Sie erinnern sich sicherlich noch, diese Musik hat sich früher regelrecht bei mir eingebrannt. So wie vermutlich jetzt auch bei Ihnen, oder? Mit dieser eingängigen Melodie steht der gute alte Gameboy aber nicht alleine da. Moderne Videogames werden heute teils sogar so aufwendig produziert wie Blockbuster. Und das nicht nur was Grafik und Effekte angeht. Um die richtige Stimmung zu erzeugen, werden spezielle Soundtracks komponiert. Zum Beispiel dieser hier aus Hamburg. Also einen Ohrwurm haben Sie mir auf jeden Fall jetzt schon beschert. Apropos Ohrwurm, wir wollten ja von Ihnen zu Hause wissen, welchen Song Sie in der Weihnachtszeit am liebsten hören. Unter allen Teilnehmern wurde unser Zuschauer Günther Frei aus Tuba in Ghana ausgelost. Er hat in diesem Jahr am liebsten den Weihnachtsklassiker Stille Nacht gehört. Herzlichen Glückwunsch von uns. Sie bekommen einen Gutschein, damit Sie sich im Internet noch mehr Lieblingslieder herunterladen können. Vielleicht ja die Single A Bridge Over You. Der Chor des staatlichen Gesundheitsdienstes in Großbritannien ist momentan mit diesem Coversong die absolute Nummer 1 der britischen Charts. Ja, und bei uns spielt die Musik jetzt im hohen Norden, denn es geht nach Finnland. Dort hat sich der Architekt Marco Casagrande direkt am Waldrand sein persönliches Traumhaus gebaut. Modern, aber trotzdem traditionell finnisch. Also ein klarer Fall für unsere Rubrik Euromax Ambiente. Und Sie können sämtlichen Beiträgen unserer Rubrik nahe kommen. Und zwar auf unserer Internetseite dw.com/euromax-ambiente. Dort finden Sie natürlich noch viel mehr außergewöhnliche Architektur. Und hier im Studio finden Sie morgen einen echten Knaller. Meine Kollegin Maike Krüger mit der Silvesterausgabe von Euromax. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Wir sehen uns dann im kommenden Jahr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.